Craig County, Wanderers, Wolves. Recht herzlich willkommen heute, liebe Fans. Wir begrüßen Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann begleiten Sie auch heute wieder durch das Spiel. Heute haben wir ein Spiel der Champions Playoffs für Sie daheim im Angebot. Die Wolves gegen die Kragans. Bei den beiden Teams ist Spitzenfußball garantiert. Das wird hochklassig. Das könnte vielleicht was werden. An dem Ball waren sie noch dran. Ecke. Ecke in den Strafraum. Da wird er unter Druck gesetzt. Sterlings Pass wird abgefangen. Da muss er hin und holt sich den Ball. Harter Schuss, aber Ball geht neben das Tor. Knappe Angelegenheit, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Bruno Fernandes. Rashford. Bruno Fernandes. Im Moment kommen sie nicht richtig durch, die Abwehr steht gut. Pogba mit dem Pass aber abgefangen. Was kann Mohamed Salah im heutigen Spiel alles abrufen, Buschi? Mit ihm kommt auf jeden Fall Tempo. Und jetzt diese Chance. Tolle Parade von Pope. Ecke kommt in den 16er. Der Torwart ganz sicher. Aber da muss er mehr draus machen. Das ist eine verschenkte Chance. Der Ball ist draußen. Es gibt Einwurf. Sterling. Erstmal abgeblockt. Salah. Schöner Angriff von den Wolves. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Ah, das hätte gefährlich werden können. Bruno Fernandes. Flanke von Gabriel Jesus. Das war kein guter Kopfball. Klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben, Buschi. Ja, das machen sie richtig gut. Sind dicht an ihm dran. Den Konter kaum besser machen. Tejes. Das ist Sissoko. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Was für eine Parade! Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. Bruno Fernandes. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Bruno Fernandes. Gabriel Jesus am Ball. Luke Shaw. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Pogba fängt diesen Pass ab. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Ah, oh, das war knapp. Toller Schuss, strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Bruno Fernandes. Alexander Arnold. Ballverlust, Alexander Arnold. Pass kommt von Gündogan. Steilpass auf Gabriel Jesus.
Erster Torschütze des Spiels ist also Gabriel Jesus. Auf den ist wirklich immer wieder Verlass. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Joe Gomez. Jetzt Salah. Gabriel Jesus. Da ist der Ball weg. Rashford. Vielleicht der Ausgleich. Junge, war das knapp. Na, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Beim Ballbesitz müssen die Krakens noch zulegen. Aber die Führung spricht ja für sich. Sie machen trotzdem, was sie wollen in diesem Spiel. Nutzen die Chancen, die sich ihnen bieten. Das ist eine engagierte und clevere Leistung bisher. Luke Shaw. Schöner Pass da. Gut gearbeitet. Er hat den Ball. Guter Vorstoß von den Wolves. Lange Flanke jetzt. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Unglaubliche Parade. Die Fans hoffen bei der Ecke jetzt auf den Ausgleich. Alisson hält. Bald ist noch im Spiel. Sissoko. Gute Chance für Salah. Salah trifft. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Schön dazwischen gegangen. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Mohamed Salah. Jetzt der Steilpass. Aber da kann die Abwehr aufatmen. Sie holen sich diesen Steilpass. Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Alles total offen hier. Unentschieden zur Pause. Und wenn man ehrlich ist, geht das auch so in Ordnung. Ja, wirklich schwer zu sagen, welche Mannschaft am Ende die Nase vorne hat. Bisher waren sie einfach zu ausgeglichen. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Sissoko. Klasse Pass. So, jetzt liegen sie hier in Führung. 2-1. Hier ist noch alles drin. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Unnötiger Ballverlust. Romero. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Gündogan am Ball. Gabriel Jesus. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Salah könnte über den Flügel kommen. Gabriel Jesus. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. 3-1 heißt es also jetzt. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung.
Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Wenn sie noch mal ins Spiel kommen wollen, müssen sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Gabriel Jesus. Flanke von Gabriel Jesus. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Und es geht mit Abstoß weiter. Tejes. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Lange Flanke. Abgefangen, auch wenn das natürlich letztlich kein großes Problem war. Shaw. Bruno Fernandes. Da ist Pogba. Romelu Lukaku. Da sind sie da, guter Block. Bruno Fernandes. Ja, ganz sicher, Ball ist raus. Das ist der Anschlusstreffer, ist noch mehr für sie drin. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Schönes Dribbling hier. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Da verlieren sie den Ball. Jetzt haben sie den Ball verloren. Romero. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Er holt sich den Ball. Pogba. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Varela. Da kommt der Schuss. Der ist drin. Ausgleich. Ein ganz starkes Comeback nach 2 Toren Rückstand. Und sie kommen hier zurück. Das war der Ausgleich zum 3:3. Da ist der Ball weg. Komm an, Spielstein. Mohamed Salah. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Joao Cancelo. Varela. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter dem Ball. Viel zu ungefährlich. Mohamed Salah. Komm an. Jetzt haben sie es. Das ist die Führung und so kurz vor Schluss müsste es das eigentlich sein. 4:3 der Spielstand. Das erlebt man auch nicht alle Tage. Komm an. Kann er was draus machen? Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen, das war ungefährlich. Fünf Minuten sind's noch und die können lang werden für sie, denn sie führen ja nur mit einem Treffer. Wijnaldum. Mohamed Salah. Gefährlich, der Steilpass. Tor! Sie setzen noch einen drauf. Sie sind klar überlegen und das sieht man jetzt auch am Spielstand.
Unglaublich, was hier heute passiert. Beide Teams haben vorne einen Sahnetag erwischt. Über die Defensive reden wir aber besser nicht. So einfach geht es dann aber doch nicht. Ja, das war kein guter Lupfer. Das wird dem Trainer nicht gefallen. Schönes Zuspiel hier. Und dann kommt doch noch dieser Ballverlust bei diesem Steilpass. Nachspielzeit, eine Minute. Ah, ärgerlich, Ballverlust. Schlusspfiff. Dieses Spiel endet also mit einer Niederlage für die Gäste. Kein Ergebnis, das Ihnen gefällt. Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Wir zeigen Ihnen heute ein Spiel aus den Champions Playoffs. Die Krakens gegen Beast. Niederlage im letzten... Der ist drin, das Tor durch Lukaku. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Goretzka. Da trennt er ihn fair vom Ball. Nun Lukaku. Sie greifen an, Sterling ist das. Den Ball holt er, gut verteidigt. Sie verlieren hier den Ball. Bruno Fernandes. Ball erstmal weg, gute Aktion. Pass wird abgefangen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Gündoğan. Pass von Gündoğan kommt da nicht an. Da erobert er den Ball. Ganz energisch, sie kämpfen um den Ball. Macht er gut, gefährlicher Heber. Kein guter Pass, weg ist der Ball.
Biest jetzt im Angriff. Klasse durchgesetzt. Und jetzt der Schuss. Der Ball ist drin, der Treffer zählt. Ausgleich. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Nun Lukaku. Gabriel Jesus am Ball. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Sané. Wirtz. Da ist Coman. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Tor! Doppelschlag! Was ist denn hier los? Sie legen direkt nochmal nach. Sie sind im Moment wirklich unaufhaltsam. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Goretzka. Daniel Malle. Dennis Zakaria. Pogba fängt diesen Pass ab. Jetzt der Steilpass. Eigentlich eine gute Aktion, aber der Ball ist weg. Klares Foul und zunächst gut weiterspielen lassen. Und ebenso richtig, dann hier doch noch den Freistoß zu geben. Der Volley. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Die Krakens kommen. Die Gelegenheit für die Flanke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Goretzka. Coman. Macht er gut. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. João Cancelo. Sie holen sich hier den Ball. Pogba. Gündoğan. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Beim Ballbesitz liegt Biest in dieser Partie vorn. Und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufahren. Sie lassen den Ball gut laufen. Aber jetzt verlieren sie doch den Ball. Da hat dann doch die Präzision gefehlt. João Cancelo. Da ist die Hereingabe. Jetzt können sie den Ball rausbringen. Ja, das ist Pressing. Da oben, der fordert den Ball. Kommen Sie noch mal ran. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Sie haben sich nicht... Nicht aufgegeben und schaffen hier den Anschluss. Was ist noch drin? Ja, 3-2 also. Da ist alles drin. Gefährlich, der Steilpass. Guter Vorstoß jetzt. Komm an, spiel steil. Alisson ist da. Alisson macht zu. Den haben viele hier schon drin gesehen. Sensationelle Parade.
Gabriel Jesus bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Vielleicht jetzt. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. 5 Treffer in einer Halbzeit. So oft kommt das auch nicht vor. Und dann ist es auch noch spannend. Es steht 3:2. Wir gehen in den zweiten Durchgang. Die Krakens liegen hinten. Sie müssen hier noch zulegen. Gündoğan am Ball. Pass von Gündoğan kommt da nicht an. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Kein Tor. Und sie ärgern sich, denn damit hätten sie hier die... Ah, da müssen sie aufpassen. Das war alles andere als ein guter Abschlag. Gabriel Jesus. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Der Ball kommt wieder zurück. Machen Sie gut, Ball erstmal weg. Die Krakens kommen. Ja, ganz energisch geht er da dazwischen. Dennis Zakaria. Davis. Kevin Babu. Viel Geduld da jetzt im Spielaufbau. Klasse Timing hier. Gut dazwischen gegangen. Viel Platz für Sterling. Schwacher Zweikampf. Tja, ich glaube, das könnte gelb geben. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Vorne jetzt die Balleroberung. Wirtz. Sané. Ballgewinn, gefährliche Position. Sie können kontern. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Er will den Ball, verlässt seine angestammte Position. Jetzt haben sie den Ball verloren. İlkay Gündoğan. Könnte der Ausgleich werden. Zurückgekommen in dieses Spiel. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Bruno Fernandes. Die Chance für den Konter. Das könnte was werden. Die Gelegenheit für die Flanke. Chance eventuell zum Führungstreffer bei dieser Ecke. So, Ecke kommt. Da passt der Torhüter auf bei diesem Eckball. Shaw. Sterling jetzt am Ball. Ballbesitz Bruno Fernandes. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Varela. Sterling. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Jetzt der Angriff von Beast.
Coman. Timo Werner. Van Dijk ist zur Stelle. Bruno Fernandes. Und nun Sterling. Der Ball kommt. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Jetzt will er es mit allen aufnehmen, hat man das Gefühl. Er zieht den Sprint an. Daniel Mann! Spiel geht weiter, die Kragans sind im Rückstand. Number 11, Raheem Sterling. To be replaced by number 8, Adama Traore. Und jetzt versuchen sie es hier nochmal. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Gut dazwischen gegangen. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt ist die Kugel weg. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Die Kragans jetzt mit dem Angriff. Da wäre der Platz, um zu flanken. Luke Shaw. Mit dem Ball Sané. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Ah, guter Steilpass hier. Und er pfeift abseits. Er geht schön dazwischen. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Jetzt sind wir am Ende dieser Partie angekommen. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Fernsehzuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich zum Spiel am heutigen Abend begrüßen. Mein Name ist Wolf Fuß. Gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann darf ich dieses Spiel für Sie kommentieren. Wir zeigen Ihnen heute ein Spiel aus den Champions Playoffs. Die Foxes gegen die Kragans. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften doch gar nicht anders. Da gewinnt er den Zweikampf. Cristiano Ronaldo. Den muss Cristiano Ronaldo machen. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Die Kragans kommen. Sterling. Sauber gelöst, er holt sich den Ball. Thank you.
Achraf Hakimi. Lionel Messi. Ball bei Cristiano Ronaldo. Die Gelegenheit für die Flanke. Bruno Fernandes. Sehr effektives Passspiel hier. Und er schießt. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Und jetzt Sterling. Shaw. Jetzt Gündogan. Jetzt ist er vorbei. Schlecht verteidigt. Der Ball an den langen Pfosten. Und da fällt der Ausgleich. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ja, das hat er geahnt, Gündogan. Jetzt müssen Sie aufpassen. Er verliert die Balance nicht. Gute Körperbeherrschung. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Ball ist weg. Einwurf landet beim Gegner. Und jetzt sollen die Spieler früh auf den Ball. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Gehalten. Super Szene von Donnarumma. Fans atmen durch, das war knapp, fast der Rückstand. Sie müssen hier einfach mehr machen. Klasse Balleroberung, das war natürlich ein toller Zweikampf. Die Fox ist im Angriff. Jetzt die Möglichkeit. Und jetzt liegen sie hier vorne. Spiel geht weiter, die Krakens sind im Rückstand. Jetzt Sterling. Abgeblockt. Muss Eckball für die Krakens geben. Rashford. Super Hackentrick, der Ball kommt an. Rashford. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Alisson verhindert das Tor aus nächster Nähe. Was für ein sensationeller Reflex. Da ist der Ball erstmal raus. Kaum wurde es gefährlich, holt er sich den Ball. Klasse. Pogba fängt diesen Pass ab. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Lionel Messi. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Der Pass von Pogba wird abgefangen. Die Ballbesitzwerte zeigen hier Vorteile für die Foxes. Und sie schaffen es halt auch immer wieder, diese spielerische Überlegenheit in Torchancen umzumünzen. Und daher ist die Führung bisher berechtigt. Bruno Fernandes. Und stark von Messi. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse! Er kann es machen. Nee, das ist abseits. Weil da zu wenig Bewegung drin war. Weil sie nur auf den Ball schauen, nicht auf den Gegner. Und das rächt sich dann. Dann bekommst du so einen Abseitspfiff in dieser Situation. Mensch. Bruno Fernandes. Ballverlust jetzt von Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo spielt den Pass, aber dazwischen gegangen. Pogba jetzt. Die Krakens jetzt mit dem Angriff. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Bruno Fernandes. Da ist Cristiano Ronaldo. Sie verlieren hier den Ball. Gefährlich, der Steilpass.
Romelu Lukaku. Pogba. Jetzt liegen sie nur noch ein Tor zurück. Tolle Moral. 3:2 also. Da ist alles drin. Klasse, wie er da hingeht. Gibt Einwurf. Bruno Fernandes. Ah, da ist der Ball weg. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Könnte der Ausgleich werden. Harter Schuss, aber Ball neben das Tor. Knappe Angelegenheit, also dann wirklich nicht viel gefehlt. 5 Treffer in einer Halbzeit. So oft kommt das auch nicht vor. Wir gehen hinein in die zweite Hälfte dieser Partie. Die Krakens liegen aktuell zurück. Gabriel Jesus. Der Ball kommt. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung! Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich, keine Frage. Gut gemacht, absolut sicher bei dieser Ecke. Ah, da müssen Sie aufpassen, das war alles andere als ein guter Abschlag. Viel mit Auge. Pfosten, aber es geht weiter. Tja, wenn der drin ist, dann führen sie deutlicher, dann haben sie das Ding im Griff. So bleibt es spannend nach dem Alu-Treffer. Jetzt Gündoğan. Da kommt der Schuss. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Boah, wie Alisson den noch gehalten hat, das war eine Riesenparade. Was für eine Reaktion, was für eine Szene. Das muss er besser lösen. Gute Balleroberung hier. Cristiano Ronaldo verliert den Ball. Paul Pogba. Sterling. Hereingabe von Sterling. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Ballverlust durch Cristiano Ronaldo. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Die Krakens kommen. Joao Cancelo. Gabriel Jesus. Flanke von Gabriel Jesus. Gute Kopfballchance, aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, dann kommt da nichts mehr rum. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt, da war kaum mehr rauszuholen. Wir sehen das frühe Pressing. Bruno Fernandes. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Cristiano Ronaldo, Riesenchance. Bruno Fernandes. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Neuer Spielstand 4:2, 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Gute Balleroberung, was machen Sie draus?
Romelu Lukaku. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Platz zum Kontern. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Lässt sich nicht verunsichern da. Gabriel Jesus. Zweikampf hier und das wird Einwurf geben. Da fangen sie den Pass ab. Da geht er vorbei mit dem Trick. Die Fox ist im Angriff. Ronaldo. Ball ist oben, Ronaldo hier im Abseits. Sie wechseln und Szenenapplaus gibt es da keinen. Bouchy, denn das war heute eine eher diskrete Leistung. Sehe ich auch so. Immer wieder kleine Unaufmerksamkeiten. Die kannst du dir in so einem Spiel nicht erlauben. Ah, da passt er nicht auf, nicht gut verteidigt. Die Gelegenheit für die Flanke. Ah, ärgerlich, Ballverlust. Da pfeift der Freistoß. Da fehlte nicht viel bei diesem Kopfball. Aber das Aluminium verhindert das Tor. Pech. Achraf Hakimi. Cristiano Ronaldo mit dem Ball. Schuss für Bruno Fernandes jetzt. Klatsch, da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Da ist Platz für den Konter. Immer noch diese Szene. Sie verlieren den Ball. Acht Minuten jetzt noch. Conte. Jetzt war ran. Sie ziehen hier ihr Passspiel auf, bewegen sich gut, lassen den Ball exzellent laufen. Immer wie Messi, Riesenchance. Alisson verhindert das Tor aus nächster Nähe. Was für ein sensationeller Reflex. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird es eng. Sie sind da und dann kannst du den kaum besser machen. João Cancelo. Er gibt Abseits. Weg ist der Ball. Bruno Fernandes. Boadu. Bruno Fernandes fängt diesen Ball ab. Er versucht's. Ganz stark. Super Parade. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Damit ist dieses heutige Spiel zu Ende. Die Gäste.